Guten Tag. Hallo Papa. Was ist denn das? Mama, du hast es mit den Kleinen. Uns wurde der Kinderwagen geklaut. Der blaue, den wir immer mit der Kita nehmen. Mama, Lisa hat heute was gegessen, das habe ich noch gesehen. Und ich auch. Sie hat 4 Happe gegessen. Was denn? Das wird in der Wagen geklaut. Das könnte man natürlich melden bei der Polizei. Mama! Aber würde da die Polizei den suchen? Nein, wenn natürlich was auftaucht, was der Beschreibung entspricht, dann. Nein, sie holen ja natürlich nur den Dieb. Nee, das machen die nicht. Hä? Papa, den holen sie doch! Den möchtest du. Die verwalten das nur. Ich nehme das nur auf und dann, wenn irgendwann mal durch irgendeinen Zufall jemand. Eigentlich nicht, nein, es passiert gar nichts. Ich hab den doch in der Kita noch gesehen. Ja, wir haben ihn ja hier auch angeschossen. Wir waren ja noch vorher einkaufen. Mama bemitleidet sich jetzt selbst gerade. Leider nicht. Sie denkt dann immer, dass es Tim ist. Ach nee. Nee, die Tablette. Tablette hast du einmal frei ausgespuckt. Nee, wird gemacht. Der Appetit, André. Mit so nicht krallen. Bitte mach Mund auf. Mit einer Tablette geht's dir besser. Das andere Brot für Lumen haben? Der dritte Kinderwagen, ja. Also mit aus dem Kinderherden, das klauen habe ich nicht verstanden. Das habe ich auch nicht verstanden. Wie das funktionieren kann. Von mir, der Kinderwagen? Also mir, aus dem Kindergarten in einen Kinderwagen klauen kann. Schlimm. Oh, das ist jetzt traurig hier. Ihr schöner Wagen ist weg. Hör auf, ich bin wirklich traurig. Mann. Ja, bist du ja auch. Schuldig ist es. Jetzt mit so einem Spielzeugschloss angeschlossen. Jetzt machen wir eine Neukölln-Spritztour. Dann brauchen wir noch eine Lupe. Eine Lupe? Das sind da die Reifen. Hier, mit so einem Scheiß-Schloss. Was sind da jetzt Reifenspuren? Nehmen wir mal mit, falls wir ihn wiederfinden. Wir gucken mal. So, jetzt haben wir unseren Wagen gesucht, um Steffi zu finden. Ich geh rüber. Okay, ich hab sie. Ich will auch was tragen. Kannst du mal in die Wohnung gehen? Okay. Putzen wir das Treppenhaus noch. Bleib draußen. Bleib da. Wir müssen nicht reingehen wegen der Schuhe. Wir sind ja sonst dreckig. Okay. Mom is there. Okay, what is happening?
Sollen wir jetzt hier aus dem Zimmer gehen, wa? Nein. Ich weiß nicht, wie das Licht da ausgeht. Papa. Und wo kommt jetzt dieser ganze Schrott hin? Schönen Container. Au. Tropfe. Oh, okay. Hi. Mama, ich habe mein Haus nicht an. Bitte? Ich bin ein Schneemann. Hat sie gespielt? Sie hat ihre Haare geschnitten. Wo ist dein Eis? Da? Da. Darf ich ein? Ja. Danke. Das ist lecker. Ja. Bitte auch? Da hat mein Eis auch vergessen. Papi, jetzt noch ein Eis. Hab ich noch bekommen. Noch eins. Das habe ich doch für dich gekauft. Ah. Mann. Nein. Warte, warte. Nein. Oh, die will ja echt nicht. Fantastisch. Ja, danke, du hast mir sehr geholfen heute. Nicht gut. Jetzt schiebt er dem auch noch. Nein. So ein bisschen, ne? Mama, du darfst Kartoffeln essen. Mama isst den Rest wunderbar. Mama isst nämlich auch mehr als eine Wurst. Du schaffst auch mehr als eine Wurst. Das sieht man an deinem dicken Bauch. Da ist ein Baby drin. Das glaube ich nicht. Doch, hat sie. Nee, glaubt sie ja selber nicht. Mama, glaubst du es wirklich nicht? Nee. Dann kriegt sie keine, dann bin ich jetzt sauer. Stell dir mal vor, die macht am Ende nur noch einmal so auf Toilette und dann kommt die ganze Luft raus in der Bauch. Guten Morgen, liebe Leute. So, wir starten in den Montagmorgen. In der üblichen Art und Weise. Kind zur Schule und dann los. Ich übe gerade beim Sex. Papa, will eine englische Buch lesen. Okay. Das ist so eine kleine Theateraufführung. Snoop Princess. Guck, ich bin immer hier, wo das hier steht. Queen. Und Tanana ist immer hier. Katharina ist die Tanana und. Hä? Jonathan ist der Erzähler. Katharina wollte nicht der Erzähler sein, weil der so viel sagen muss. Und Jonathan wollte nicht der Erzähler sein, weil der so viel sagen muss. Deswegen wollte er die Prinzessin sein. Tja, trauen sich alle nicht. Komm, schnell jetzt. Jo, und ich bin wieder zu Hause. Zu Hause angekommen und keiner ist da. Aber mein Tee habe ich hier vergessen. Der erwartet mich. Heute kommt jemand vorbei, guckt sich den Trödel an und wird mir wahrscheinlich diesen Riesenposten Trödel abnehmen. Oh Mann, meine Stimme versagt bald. Boah, ich kann nicht mehr reden, weil mein Hals so weh tut. Ich habe solche Halsschmerzen, das ist unglaublich. Ja, ja, weitermachen. Und wir werden heute einen Container werde ich gleich noch bestellen, solange ich kriegen kann.
Und dann werde ich rübergehen und mir mal den Fußboden angucken. Denn drüben haben wir ein Problem mit dem Fußboden. Kommt mal mit. Wir gehen mal zusammen rüber und gucken uns den Fußboden da kurz an. Erstmal so wie der Stand jetzt ist. Und bestellen mal einen Container. Weil das muss definitiv sein. Jetzt haben wir schon so viel Schutt hier. Gut, der Fußboden hier in der Wohnung. Das Problem, was ich damit habe, ist, hier in der Wohnung gab es schon 3 Wasserschäden. 2 Wasserschäden habe ich erlebt. Da ist das Wasser mir unten in den Keller reingelaufen. Ja, hier, direkt hier drunter ist ja mein Fahrradkeller. Und da tropfte die von der Decke permanent. Und das lief und lief und lief. Und hier oben war alles überschwemmt. Die Fliesen, die hier drauf waren, sind alle hochgekommen, alle kaputt gewesen. Und auch hier sieht man ja, hier zum Beispiel, sieht man schön, wie das wegsackt durch Gewicht oder so. Also hier ist, das ist alles nicht korrekt verlegt. Und ich würde mir schon gerne mal einfach die Fußböden angucken, wie die aussehen unten drunter, wie die Dielung ist. Die Verlegeplatten, das ist ein, jetzt wo ich dabei bin, alle zu machen, ist das wenigste, wenn man die Verlegeplatten nochmal neu verlegt. Und die sind eh vollgesunken mit Wasser. Also die sind durch. Die sind hin. Und gerade verlegt sind sie auch nicht. Also die müssen erstmal hoch. Ja, und dann schauen wir weiter. Gucken wir mal. Gucken wir erstmal, ob ich die hochkriege, wie ich die hochkriege und was da drunter ist. Lassen wir uns mal überraschen. Sieht so aus, als wäre die Dielung hoch vergammelt. Da unten mal anfangen. Ich würde mal sagen, wir holen jetzt ein Brecheisen, Kuhfuß, und dann geht es schneller. Tja, wenn das alles so aussieht wie das hier. Ja, diese Pulverzeugs. Ganz alt vergessen, muss alles hoch. Ja, im Grunde genommen macht man sowas nicht bei einer Mietwohnung, ja? Ich mache das. Ich sehe das ja hier so als Weg jetzt. Im Grunde genommen bin ich ja gerade der Besitzer von der Wohnung. Ja? Auch wenn das nur gemietet ist. Und wenn ich hier 10 Jahre drin wohne und quäle mich jedes Mal mit dem Fußboden rum. Hier, guck mal. Was ist denn das? Das ist ja nichts. Das kann ich so nicht lassen. Jetzt muss natürlich die kaputten Dinger müssen raus. Die sind alle so weich. Das geht hier, aber. Nee, das muss raus. Das kann ich nicht machen. Um Himmels Willen, nein. Also kommt das alles raus. Und wenn ich das jetzt einmal nämlich mache, dann mache ich das ordentlich. Also sprich gleich mit Fußböden und mit Dielung unten drunter auch noch neu. Weil das geht so nicht. Das wäre ja doof, wenn ich jetzt einen schönen Aufbau drauf mache und irgendwann fault mir das unten alles weg und bricht mir zusammen. Und der Hans freut sich mit Sicherheit auch darüber, dass das ordentlich gemacht ist. Hier ist alles verfault, auch hier. Das ist alles weich. Das muss weg, muss alles raus. Ist schade. Die Dielung hätte ich gerne behalten. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die Balken behandeln müssen. Unten drunter noch. Sind ja auch noch mal Balken. Oder was wir da machen, muss ich schauen. So geht das nicht. Das ist natürlich unheimlich mehr Geld und Aufwand. Ah, es muss gemacht werden. So, hier sieht man sehr schön den Wasserschaden, wie er hier unten dauerhaft sich eingenistet hat.
Die Bude war ja voll hier oben, richtig? Und so was muss man halt hochnehmen. Sonst zerfällt die Platte hier, die hat ja auch keine Tragfähigkeit mehr. Die Fliesen fallen ab, die man drauf tut. Und ja, das ist halt, wie man sieht, ist ja nur Spanplatte. Also da ist, das quillt auf. Das ist nicht dafür geeignet. Wenn Wasser dran kommt, hochnehmen, reinmachen. Beziehungsweise ja nicht hinlegen. Also die Dielung raus komplett. Ja, dann muss ich mich noch mal kurz schließen, muss ich Dielung holen und dann schauen wir mal, was das alles kostet. Ja, schönen guten Morgen, Müller hier. Ich bräuchte mal wieder einen Container von euch. 3 Kubik Baumischschutt. Gut, weiß ich Bescheid. Wann kann der denn da sein? Also mit Deckel. Ganz wichtig, mit Deckel natürlich, wa? Neukölln. Ja, das ist ja super. Ich habe auch einen Stellplatz vom Haus. Da steht Privatauto drin erstmal. 7:15 da ist, das wäre super. Das ist eine Scheiße. Die Verlegeplatten drüben, die sind so vollgesogen mit Wasser. Kaputt ist kaputt. Ja, man, deswegen kann man nicht laufen. Wisst ihr, die sind jetzt im Wohnzimmer auch so, wenn du laufst, dann schwingt das alles so. So extrem. Das ist ja Erdgeschoss, da ist ja nichts drunter. Da sind ja keine, da ist ja Balken auf Beton, auf Stahlträger. Also die dürfte ja nicht schwingen. Wisst ihr, wie ich meine? Und drunter ist die Kellerdecke mit Stahlträger und Ziegeldecke. Der dürfte nicht schwingen. Und das schwingt ja wie Sau, als wenn du in der dritten Etage bist. Also. Ja, warum ist das nicht? Komm her, Mizi, jetzt gibt's lecker Tablette. Na, die ist heute noch gar nicht aufgestanden. Bis dann abends jetzt, als ich die gesehen habe. Dann habe ich die heute Morgen gesucht. Warum hat sie hier Kotze oder was ist das? Willst du mal gucken, wo sie war? Die war gerade auf Toilette. Hm, bin ich mal gespannt. Funktioniert. Das gefällt dir nicht so. Nee, das. Bei meinen pflegt sich noch. Ach ja, du kannst mir eine Klappstuhle machen. Bauarbeiter-Style. Ich muss wieder rüber. Hier muss es Steine drin. Mal kurz zeigen. Ja, und dann Steine. Alles auffüllen. Das ist ja unglaublich, dass das in der Luft schwebt. Wer hat denn das mal gemacht, ey? Ja, Mensch, das Ding schnell. Das Ding schnell. Da sind sie. 100 Jahre alte Steine. Gratis. Wieso ist denn das nicht an? Jetzt haben wir die Dielung hochgenommen und hier drunter eine Seite Berliner Morgenpost von 1912 gefunden. Herrlich, müssen wir aufheben.
Zwerge abholen gehen. Wahnsinn. Und mein Speicher ist gleich voll. Naja, dann sehen wir uns morgen wieder. Also, macht es gut. Bis dann. Ciao.